Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, denn ganz, ganz viele von euch haben unter meinem letzten Video geschrieben, dass sie gerne sehen möchten, wie ich meine Wohnung dekoriere mit dem Deko-Haul. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch gerne mal in die Infobox, dann könnt ihr da mal nachschauen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist es natürlich cool, wenn man erstmal Teil 1 gesehen hat. Und ich bin gerade in meinem Drehzimmer und habe Chaos veranstaltet. Ich habe nämlich gerade ein Instagram-Video gedreht, deswegen habe ich auch so einen, sieht man das, blauen Eyeliner drauf. Jedenfalls, Leute, werde ich jetzt hochgehen ins Wohnzimmer und da dekorieren. Ich habe hier auch schon die Decke gewaschen, die ich euch gezeigt hatte. Die hatte ich bei TK Maxx gekauft. Und hier unten drunter sind noch Sachen, die ich bei Ikea gestern gekauft habe. Und dazu werde ich auch ein Video drehen. Das Video wird dann entweder am Sonntag oder am Freitag online kommen. Also falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Dann verpasst ihr dieses Video auch nicht und alle anderen Videos natürlich dann auch nicht. So, ich bin noch einmal kurz runtergekommen, weil ich euch zeigen wollte, was ihr anhabt, bevor es in den Kommentaren losgeht. Ich dachte, ganz ehrlich, wer dekoriert in Jeans und so, ne? Ich habe mir noch eine andere Hose angezogen. Ich hatte meine Schlafanzughose tatsächlich an. Habe mir einfach eine Sporthose angezogen. Dieses fluffige Oberteil hier habe ich letztes Jahr bei ASOS gefunden. Und zwar in der Schlafanzugabteilung. Und das ist so eine Nike-Hose und die Schlappen sind von Jumeirah Store. Ja, und die Socken weiß ich nicht mehr, ich glaube von Teddy oder so für einen Euro. Eigentlich habe ich noch Kissen geholt für oben. Aber ich weiß nicht, eigentlich müsste ich dafür erstmal den Haul drehen. Also ich habe so weiße Kissen geholt und solche. Jo, was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen dann einfach mal das, was wir haben. Und zwar, wir haben hier jetzt einmal hier diesen Kerzenständer und diese ganzen Sachen. Und ich werde einmal erst hier diese Kissen beziehen. Übrigens, diese Rosen habe ich von Lancôme bekommen, aber ich habe tatsächlich keine Vase, so eine große. Werde ich nachher kaufen, weil ich muss eh in die Stadt. Und dann kaufe ich eine. Auf jeden Fall werde ich mal kurz diese Kissen beziehen. Ich habe ja diese dunkelroten Bezüge gekauft, so ein bisschen kordmäßig. Ich habe so versucht, so mehrere verschiedene Textilien mit einzubringen. Ich habe ja diese fluffigen Kissen da hinten, diese grauen. Habe ich damals von eben Ikea gekauft. Die standen ganz lange auf meinem Bett. Für mich ist es halt so, wenn ich mein Zuhause gemütlich ist, dann bin ich auch gerne zu Hause. Ne? Und wenn ich das halt so einrichte und mich darum kümmere und wenn es sauber ist und so weiter. Wenn es nicht so ist, dann weiß ich nicht, gehe ich auch nicht gerne nach Hause. Das ist eigentlich eine ganz normale, ja, so Schlussfolgerung. Meine Mama hat das nämlich früher auch immer gemacht. Die hat immer ganz oft unsere Zimmer schön gemacht und umgestellt und neue Deko gekauft und so. Und es waren manchmal einfach nur so Kleinigkeiten, einfach eine Lichterkette und ein paar neue Kerzen oder sowas. Und dann hat das den ganzen Raum verändert und man ist irgendwie gerne dann nach Hause gegangen. Ne? Und so als Teenie war ich so gerne zu Hause. Ups, dann wurde das wohl nicht doppelt genäht. Ich habe früher auch immer genäht, auch so Kissen und so. Ich habe so Eulenkissen genäht und habe die dann verkauft in der Nachbarschaft. Normalerweise müsste man hier so vor und zurück nähen, vor und zurück, vor und zurück, damit, wenn man halt dieses Kissen reintut, damit das nicht direkt so aufreißt, wie das jetzt so aufgerissen ist bei mir. Dann haben wir ja noch diese Decke. Ich habe ja hier noch eine, und zwar diese hier. Die habe ich geschenkt bekommen zum Einzug. Das ist eine von Joop und die habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Die ist nur leider nicht so weich, nicht so kuschelig. Und deswegen wollte ich die beiden miteinander kombinieren, sodass man, wenn man auf der Couch liegt, dass man halt sowas Gemütliches hat. Ah, die hat sich gerade elektrisch aufgeladen. Ist ja gut. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ich habe die jetzt so hingelegt, sodass die so übereinander liegen. Das ist eine ganz schöne Arbeit, dass die so gerade auch übereinander liegen. Ich sag's euch so, Nähte und ja, wie das liegt richtig, das macht richtig viel aus bei Klamotten oder auch bei Deko. Ja, auch diese Ecke da, die da so absteht, das stört mich nämlich schon. Ich könnte mich für verrückt halten, aber so bin ich. So, ich habe jetzt doch gebügelt. Ich brauche übrigens so ein Dampfbügeleisen. Ich glaube, das geht schneller als mit diesen kleinen Fuzzi-Dingern da. Auf jeden Fall habe ich die Kissenbezüge jetzt, gebügelt. Und habe mir gedacht, ich muss das machen, weil mir hat das irgendwie noch nicht ganz so gefallen, wie es da oben aussieht. Und deswegen gehen wir jetzt mal gucken. Also es ist auch wichtig, dass man die Kissenbezüge bügelt, weil klar, das legt sich irgendwann aus und so, aber das sieht halt am Anfang direkt schön aus. Es ist so, direkt so sauber sieht es aus. Also die ist irgendwie aufgeräumter aus, ne, wenn es gebügelt ist. Passt halt bei uns zusammen, Alter. Okay, ich glaube, die weiße ist nicht ganz so gut dazu. So, das wäre jetzt
diese Kissenzusammenstellung. Ich bin mir noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ob vielleicht diese dunkelroten irgendwie nicht dazu passen. Dass irgendwie harmonischer aussieht, so. Halt ohne dieses dunkelrot. Ich weiß es noch nicht genau. So, das hatte ich ja bei Zara Home geholt. Hier sind diese passenden Kerzen dazu. Ich dachte, dass das hier nebendran so ganz cool aussieht. Aber hier muss ich erstmal die Kreise unten wegmachen. So Leute, ich habe das jetzt sauber gemacht. Ich habe da erstmal habe ich es mit den Händen versucht, ging nicht. Dann habe ich es mit einem Messer gemacht, dann hatte ich Angst, dass es zerkratzt. Dann habe ich es nass gemacht, mit dem Nagel so abgerubbelt und dann mit Nagellackentferner die Kleberreste entfernt. Das war eine Geburt. Das ist auch eine Kerze von Zara Home. Habe ich die geholt. Die habe ich euch ja auch in dem Haul gezeigt. Dann habe ich so eine Spiegelplatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe das mal irgendwo gekauft. Stelle ich jetzt hier so drauf und dann stelle ich diese Kerzenhalterung hier drauf. Von Depot ist sie auch, hatte ich euch auch gezeigt. Und ich weiß jetzt nicht genau, was am besten dazu passt. Entweder so eine weiße oder eine graue. Ich glaube aber grau passt ganz gut. So, dann hatte ich ja noch diesen Kram hier gekauft. Wie ich auch im Video gesagt habe, wenn ihr einen Wald in der Nähe habt oder so, dann braucht ihr sowas nicht kaufen. Das kann man auch einfach selber ansprühen. Könnt ihr es nochmal so ein bisschen besser sehen. Das sind halt so Tannenzapfen und so. Und ich dachte, ich stelle die dazu. Das Tablett ist übrigens genauso wie der Spiegel da hinten. Und diese Kommode und der Esszimmertisch, das sind alle aus Holland. Die habe ich genau in Holland mit einer Freundin gekauft. Die hat so ein Gewerbeschein, die durfte in diesen Laden rein und deswegen, genau wie diese Bilderrahmen auch, die da oben, die sind auch alle aus Holland. Mal so ein bisschen gucken, ob man noch ein bisschen Grün mit dabei haben will, weil das alles so ein bisschen steril halt hier drin ist dann. Ja, wenn da so ein bisschen Grün mit dabei ist, dann sieht es halt wärmer direkt aus. So sieht es ein bisschen gacker aus. Das Ganze ist jetzt fertig geworden. Das passt jetzt auch besser zu diesen roten Kissen. Ich weiß es aber jetzt immer noch nicht, ob ich die da behalte oder nicht. Genau, ich habe jetzt so einfach dieses Zeug hier so ein bisschen da drauf noch verteilt. Und den Dreck, der hier so entstanden ist, den wische ich auch gleich weg. Hier so, ne? Den Dreck, den wische ich gleich weg. So sieht es dann von der anderen Seite aus. So, dann haben wir hier noch Blümchen. Und da werde ich jetzt erstmal diese ganzen Preisschilder entfernen. Ich habe ja diese Vasen hier, die habe ich auch eben aus Holland, aus diesem Shop. Ich habe jetzt blödes Gegenlicht, deswegen sieht man das jetzt nicht ganz so gut, aber so könnte man das ein bisschen besser erkennen. Und da die Rosen einfach nur weiß sind, werde ich jetzt ein paar rote dazwischen stecken. So, eigentlich bräuchte ich noch ein paar mehr. Ich dachte eigentlich, ich habe auch mehr mitgenommen, habe ich aber nicht. Ja, und jetzt sieht das halt so aus. Es sieht ein bisschen herbstlicher aus. Ich hatte jetzt noch diese hier, aber die haben da nicht reingepasst. Also das sieht nicht schön aus zusammen. So kann man die Farbwiedergabe am besten wiedersehen. So, jetzt kommt der Tisch dran. Der sieht einmal noch so aus. Und genau, also ich werde jetzt diese Tischläufer hier drauflegen. Übrigens, da hinten muss noch ganz viel Deko rein. So, dann hatten wir diese Schiefernplatten. Stelle ich einfach so in die Mitte. Das lässt sich nicht so gerade ziehen. Und das ist eher ein Mauve, ne? Statt ein Dunkelrot. Also so richtig entscheiden konnte ich mich dann auch nicht. Dann hatte ich ja auch noch hier dieses Glas-Dingsbums da geholt. Genau, und das dekoriere ich jetzt einmal. Erinnert ihr euch an diese Steinchen? Ich weiß aber noch nicht, ob die so gut dazu passen oder jetzt nicht. Im Moment geht's noch. Nee, im Moment ist es noch nicht so dramatisch. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier von diesem Zeug was hier so reinlegen in diese Vase. Ihr könnt mir übrigens auch so Tipps und sowas, falls ihr jetzt sagt, boah, das wäre auch schön so und so. Könnt ihr mir das natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Eigentlich sieht auch der Kaktus da drin ganz cool aus, ne? Wenn man den so umtopft und da reinmacht. Aber ich kann den nicht anfassen, Leute. So, ich habe jetzt kurz eine Heißklebepistole hochgeholt, weil ich diese Tafelkerzen da so reinkleben will. Ich denke, das wird kein Problem sein. Ich glaube, dass das klar geht. Ja, ich mache einfach hier unten dann so einen kleinen Punkt hin und klebe die rein. Aber ich glaube, ich werde noch zwei weiße holen und die ein bisschen mit reinmischen. Habe ich jetzt noch so Lichterketten hier eingesteckt. Und zwar sind das LED-Lichterketten, das heißt, die werden nicht warm. Was dann ganz praktisch ist, hallo, fokussier mal. Was dann ganz praktisch ist, ne, so zwischen so Blümchen und sowas. Und ich finde, ich glaube, das sieht abends halt richtig cool aus, wenn, ja, die halt an sind. Und das sind so Batteriebetriebene. Ich habe das jetzt einfach da irgendwo hinten rein und dann zack, raus. Und dann kann man das halt abends dann wieder anmachen. Macht natürlich so jetzt keinen Sinn, aber
Sieht schon cool aus, wenn man dann auf der Couch liegt und das macht dann was Gemütliches. Ist halt immer ganz cool, wenn man so viel... Oh, guck mal, ich schwitze. Das ist immer ganz cool, wenn man halt so viel, ja, kühle Töne hat und halt so sterile Möbel und so, dass man dann irgendwie so ein bisschen Wärme reinbringt. Also ich mag das, wenn zu Hause gemütlich ist, ne? So, guck mal, die Heißklebepistole ist auf jeden Fall warm. Das ist ein klares Zeichen dafür. Ich habe als Kind immer so viel mit der Heißklebepistole rumgespielt, dass ich mir dann irgendwann immer die Finger verbrannt habe. Ich stelle euch mal kurz auf meine Kerze. So, dann können wir zusammen mal entscheiden. Der Boden ist auch nicht gerade, deswegen drücke ich die jetzt gleich immer so richtig an. Also ich mache da schon richtig viel drauf. Und dann drücke ich das so gerade wie möglich am Boden an. Ich hoffe, das schmilzt jetzt nicht nur, sondern das hält auch noch. Dann nehme ich noch eine weiße. So, Leute. Ich habe da jetzt noch mehr von der Deko reingetan. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von den Steinen noch was reintun soll oder nicht. Damit es halt zum Rest noch ein bisschen passt. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. So. Ich dachte, das wird nie im Leben dazu passen. Niemals. Aber es ist eigentlich gar nicht so übel, oder? Was sagt ihr? Das mit diesem Mauf und Grau und dann diesen Steinen sieht irgendwie... Das mag ich sehr gerne. Das dann so in der Mitte macht so ein bisschen herbstlicher. So, auf der Seite habe ich es dann auch erledigt. Ich glaube, ich habe jetzt alles fertig dekoriert. Ich weiß, es ist noch nicht ganz so, also es ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, damit das Ganze noch ein bisschen gemütlicher ist und vor allem noch ein bisschen mehr zusammenpasst. Ne? Wenn ihr noch so ein bisschen Ideen habt, wo ich ein bisschen mehr Deko holen kann, dann sagt mir das mal gerne. Aber ansonsten, ja, haben wir eigentlich viel gemacht. Wir haben die Blumen dekoriert, wir haben den Tisch dekoriert, den Esszimmertisch, den Couchtisch. Dann haben wir die Kissen gemacht. Also hat echt Spaß gemacht. Ich liebe ja sowas, ne? Wie gesagt, eins meiner nächsten Videos ist der IKEA-Haul. Da habe ich auch so ein paar neue Sachen für Schlafzimmer geholt. Dann zeige ich euch das auch sehr gerne. Also falls ihr noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das einmal kostenlos tun würdet. So verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Hier sind noch meine beiden letzten Videos, falls ihr diese noch nicht geschaut habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Mittwoch und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Ciao.